Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch und zwar die Legung für die Woche vom 25.07.2022. Ich habe dazu folgende Decks verwendet, die Weisheitskarten von Colette Baron Reith, dann die Seelenmedizin von Lisa Biritz, die Liegende Acht, das Deck mit den Lemniskate von Barbara Heider-Rauter und zum Schluss noch die Heal Yourself Reading Cards, habe ich gefragt, von Tina Siegel, um einen Impuls nochmal zu setzen für eine Karte, für eine zusätzliche Botschaft. Ich habe eine Viererlegung gemacht, das bedeutet der erste Stapel, was ist diese Woche wichtig, was sind die Themen? Der zweite, was aus der Vergangenheit spielt in diese Themen noch herein? Der dritte Stapel, was ist für dich bezüglich dieser Themen wichtig und wo wird es hinführen? Dann schauen wir mal, was diese Woche wichtig ist. Der Sprung ins Ungewisse. Ja, der Sprung ins Ungewisse erfordert Mut. Und vielleicht bist du gerade in einer Lebenssituation, wo du sehr unsicher bist, wie soll es weitergehen? Im Kleinen wie im Großen stellt sich die Frage, wie soll es überhaupt weitergehen? Wie kann es weitergehen mit Mutter Erde, wenn wir weiter so destruktiv sind? Wie kann es weitergehen im Kleinen, wenn die Inflation weitergeht? Im Kleinen meine ich natürlich auf jeden einzelnen Bürger bezogen. Oder aber auch, wie kann es weitergehen in einem persönlichen Thema, wenn du ein Beziehungsthema hast oder ein Arbeitsthema, dann kann dieser Sprung ins Ungewisse für dich jetzt eine besondere Bedeutung haben und die Karte fordert dich auf, mutig zu sein. Diese Woche gibt es eine positive Entwicklung. Das ermutigt ja noch zusätzlich. Wenn du jetzt diesen Sprung ins Ungewisse wagst, in eine Zukunft, die du dir vielleicht ausmalst, vor der du aber in der Umsetzung Angst hast, weil du nicht genau weißt, wie du es bewerkstelligen sollst, dann kannst du diese Woche darauf vertrauen, dass du in einem Zyklus der positiven Entwicklung bist. Zielgerichtetheit. Jeder Atemzug bringt mir größere Klarheit darüber, was meine Lebensziele sind und wie ich sie erreiche. Ich bin auf einem starken Weg der Umsetzung. Auch diese Karte ermutigt dich, diesen Sprung ins Ungewisse zu wagen. Wo ist deine Sehnsucht? Was sind deine Träume und Wünsche? Jetzt ist es Zeit, diesen Sprung zu wagen und mit einer Zielgerichtetheit diese positive Entwicklungsphase zu nutzen und vorwärts zu gehen. Dann schauen wir mal, was da noch aus der Vergangenheit reinspielt in diesen Entwicklungszyklus. Im Wandel. Ja, du bist schon länger im Wandel. Wir haben eine große Phase des Wandels, auch hier wieder im Großen wie im Kleinen, wie es ja immer so stattfindet. Und diese Phase des Wandels ist ein Prozess. Ganz, ganz selten wandeln wir uns, weil wie ein Schalter umgelegt wird, durch ein Schlüsselerlebnis zum Beispiel oder durch eine ganz, ganz starke Erkenntnis. Meistens ist der Wandel doch eher ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum geht und in diesem befindest du dich und zwar schon länger, denn diese Karte zeigt dir, was aus der Vergangenheit hereinspielt. Das Sein ist wichtig, auch hier als Karte aus der Vergangenheit nochmal diese Erinnerung, dass du im Sein geboren bist, dass dein Sein das Wichtigste ist, auf dieser Seelenebene auch zu sein und nicht nur in der äußeren Welt alles umzusetzen und deine ganze Zielgerichtetheit auf das Äußere oder das Monetäre oder das Materielle zu legen, sondern im Sein zu leben, im Hier und Jetzt, in der Gegenwärtigkeit. Und du hast dich schon in der Vergangenheit damit beschäftigt und weißt, dass es wichtig ist. Und deswegen erinnert dich die Karte nochmal als Einfluss aus der Vergangenheit daran. Und die Stille. In meinem inneren Raum der Stille finde ich zu meiner kreativen Lebenskraft. Auch da hast du sicher schon Erfahrung gesammelt und festgestellt, wie wertvoll die Stille ist. Und diese Kraft, diese Lebenskraft, die du daraus generieren konntest, die solltest du jetzt aus der Vergangenheit in die Zukunft reinfließen lassen, über dieses gegenwärtige ins Ungewisse springen, über diese gegenwärtige positive Entwicklung, die du jetzt machen kannst. Und ganz bewusst nutzen und auch weiterhin ganz bewusst immer wieder Räume der Stille betreten.
Denn wir alle laufen ja so sehr durchs Leben und sind so oft im Pol der Aktivität und der Pol der Passivität wird dabei vernachlässigt. Aber er ist sehr, sehr wichtig. Was ist jetzt für dich bezüglich dieser Themen wichtig? Du bist gesegnet. Hier sehen wir ein himmlisches Wesen, das ist wie eine Schnecke geformt. Diese Schnecke, die auch im goldenen Schnitt nicht nur dargestellt wird, sondern ist. Und es ist etwas ganz Vollkommenes. Und auch du bist vollkommen und gesegnet. Jetzt ist es Zeit, dir das bewusst zu machen, dass du gesegnet bist, dass du so gesegnet bist, dass du dir die positive Entwicklung erlauben darfst, dass du den Sprung ins Ungewisse erlauben darfst und dass du zielgerichtet dein gesegnetes Wesen auch wertschätzen darfst. Das ist jetzt für dich persönlich wichtig. Das Sternentor. Auch das ist wichtig, dieses Sternentor, was dir den Weg ebnet und den Raum zum Universellen öffnet. Da kannst du nun durchgehen und alle Karten weisen darauf hin, wie mutig du jetzt sein darfst und dass du darauf vertrauen darfst, dass dieser Sprung ins Ungewisse oder dass dieser mutige nächste Schritt, vor dem du vielleicht bisher gezögert hast, jetzt möglich ist und auch durchs Universum unterstützt wird. Das Seelenglück. Meine Seele ist mein Leitstern auf meinem Weg zum höchsten Glück. Auch hier nochmal die Erinnerung daran, wie wichtig die Seele ist, das Sein ist, wie wichtig es ist, in die Stille zu gehen, um die Seele auch mal wahrzunehmen, um die Seele atmen und sprechen zu hören und sich in diesen inneren Raum zu begeben, denn dort findest du deinen Leitstern und dort findest du auch deine Kraft und den Weg zum Glück und dieser Weg, der kann jetzt diese Woche beginnen mit einem mutigen Schritt. Also sei gesegnet, fühle dich gesegnet, sei so selbstbewusst, dir auch selbst diesen Segen zu schenken, vertraue auf deinen Weg durch das Sternentor zum höchsten Glück und glaube an diese positive Entwicklung, die diese Woche möglich sein wird oder zumindest beginnen wird. Denn auch das kann ja auch der Beginn eines Weges sein und wird sicher nicht einfach nur auf diese Woche komplett klar begrenzt sein. Wo wird es hinführen? Es führt zu Chaos und Konflikt. Bitte erschrick nicht, wenn du das jetzt liest, denn Chaos und Konflikt ist etwas sehr Positives. Im Moment ist ja Chaos und Konflikt überall. Auf allen Ebenen sehen wir, wie die Dinge, wie die Situationen, wie die Nationen auseinanderbrechen. Und dieses Chaos und dieser Konflikt ist aber auf der universalen Ebene ganz wichtig, damit sich etwas neu ordnen kann. Und möglicherweise bezieht es sich auf deinen Mut, auf den Sprung ins Ungewisse und auf dieses Ziel, was du jetzt anvisieren kannst, dass dadurch etwas erstmal aus der Ordnung gerät und das kannst du ganz positiv betrachten. Möglicherweise ist es ja auch dein altes Weltbild, was jetzt auseinanderbricht und so kannst du neuen Ufern entgegenschwimmen und so kannst du wirklich mal den Weg deines Herzens und deines Seelenglückes gehen. Wo führt es noch hin? Ja, es führt dich zu dieser Weisheit, das auch zu erkennen. Zu erkennen, dass du ein gesegnetes Wesen bist, dass du das Recht hast, dein Seelenglück zu finden und dazu auch Mut haben darfst, deinen Weg, deinen Sprung ins Ungewisse zu machen. Und das ist wieder eine ermutigende Karte. Und du wirst dich wieder ganz verbunden fühlen können, die Erdverbindung. Ich bin tief verbunden mit der Erde und meine Liebe zu ihr ist ein unendlicher und starker Strom. Es ist ein Geben und Empfangen zur gleichen Zeit, immer und immer. Ja, wir alle sind verbunden mit Mutter Erde. Wir sind ja ein Teil von Mutter Erde. Wir leben nicht auf ihr, sondern wir sind ein Teil von ihr. Und so manches Mal gerät es leider in Vergessenheit. Wenn du dich aber jetzt um deine Seelenthemen kümmerst, wenn du jetzt dieser positiven Entwicklung vertraust und mal schaust, welche Ziele möchtest du denn anvisieren? Welche Ziele möchtest du denn noch verfolgen? Und wie kannst du denn diese bereits im Wandel befindliche Phase für dich nutzen, indem du das durch das Sternentor gehst, indem du dich gesegnet fühlst und dein Seelenglück finden darfst? Dann bist du auch wieder verbunden mit allem und fühlst dich auch wieder verbunden.
Wir sind mit allem und allen verbunden, mit Mutter Erde und auch mit allen Lebewesen auf Mutter Erde. Und das ist etwas ganz Wunderbares, denn es gibt uns die Sicherheit, niemals alleine zu sein. Und dieses Gefühl wirst du wieder haben können oder, wenn du es hast, es kann sich verstärken. Dann schauen wir mal auf den Zusatzimpuls, was uns diese Karte sagen möchte. Discover your life purpose. Entdecke den Zweck. Purpose würde ich erstmal mit Zweck übersetzen, aber hier würde ich es übersetzen mit entdecke den Zweck deines Lebens, den Sinn deines Lebens. Der Sinn des Lebens ist ja in erster Linie mal das Sein. Einfach zu sein. Aber welchen Sinn möchtest du deinem Leben noch geben? Welche Ziele möchtest du erreichen? Wo möchtest du noch hin? Welchen Weg möchtest du noch gehen in dieser Phase der positiven Entwicklung zu deinem Seelenglück hin? Das kannst du diese Woche entdecken. Diesen Sinn, der für dich persönlich jetzt ganz wichtig ist. Ja, da haben wir wieder eine schöne Legung für diese Woche. Ich hoffe, dir hat die Legung gefallen. Ich freue mich über ein Like oder einen Kommentar und ich wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Zeit.